Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum PC Building Simulator 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Nachdem wir in der gestrigen Folge ja mal einen absoluten High-End-PC gebaut haben für uns, unseren Laden, werden wir uns heute mal wieder den üblichen Alltag widmen. Und zwar einmal soll eine CPU übertaktet werden auf mindestens 4487 MHz und zwar von Elon Musk. Ja, mal wieder. Er braucht einfach nur noch eine CPU-Aufrüstung und das war's. Ich glaube, da müssen wir in dem Fall ja gar nichts machen. Der 8600X, den wir den verbaut haben, das haut soweit hin. Und wir haben hier den Musio und der braucht eine Wasserkühlung. Er möchte, dass seine CPU mit einer angepassten Wasserkühlung einbinden. Abschlussrechnung wird unter 1650 € liegen. Können Sie mir das bis zum 29.11. erledigen, also in 12 Tagen. Das Gehäuse soll rot lackiert werden und Staub soll eingesammelt werden. Na klar. Wir haben einen Intel i5-7600 mit drin. Okay. Und er möchte wirklich für seine CPU, ja, ich sehe das richtig, ne? CPU mit Wasserkühlung versehen. Das ist jetzt an sich kein Problem. Aber Preisspanne ist denen ja egal. Jetzt müsste ich das mal kurz herausfinden. Der 7000, das ist ein Kirby LGA 1151. Okay. LGA 1151. Okay, die gehen alle. Okay. Was hat er für ein Gehäuse? Ein schwarzes. Ja, dann nehme ich den hier, Alter. Achso, halt muss ich das mal annehmen, ne? Und er will, dass es nicht über 1500 € kostet? Mein PC braucht eine Wasserkühlung. Es wäre es wohl wirklich, dass meine CPU in eine angepasste Wasserkühlung ein... Ja klar, das ist kein Problem. Mich wundert es ehrlicherweise gesagt nur, dass das, naja, so günstig ist. Ne? Aber gut. Da will ich nichts weiter dazu sagen. Das sind die CPU-Blöcke. Ich hau das einfach nur zack drauf. Fertig. Wir müssen das natürlich in den Pumpenbehälter mit reinbauen. Ganz klarer Fall. Da hätten wir sogar so was Kleines hier. Mit 110 mm Höhe. Das gefällt mir sehr. Der wird auch die Abwärme von dem kleinen Ding, glaube ich, wegkriegen. Ne? Und ich glaube auch für das kleine Teil reicht auch ein absolut einfacher Radiator aus. Von mir aus hier noch mit ein bisschen mehr Luftstrom. Und dann ist das easy. Ne? $370. Nächster Tag, Feuer frei. Ich bin gespannt. Vielleicht überschätze ich mich jetzt auch gerade wieder oder unterschätze den Auftrag, je nachdem. Aber ich bin gespannt. Morgen kommen jetzt sowieso ein Haufen Zeug an. Ne, Team Group, Delta Force, RGB, also morgen kommt ein Haufen Zeug, was ich aus Versehen bestellt habe von der letzten Folge, was wir alles gar nicht brauchen. Aber egal, wir haben es dann schon mal auf Vorrat. Ne? Unter anderem hier diese, hier noch eine RGB SSD, 4x RAM-Riegel mit 16 GB. Ja, und eigentlich das drei, was wir eigentlich brauchten, ne? Aber okay, gut. Schauen wir mal mit Elon Musk hier an, oder Elon Rusk in dem Falle. Den, seine Kiste soll man ja übertakten. Auf, was ist der Auftrag? CPU auf 4487. Und da sehe ich jetzt weniger das Problem drin. Wir machen hier, also wir geben erstmal denen ein bisschen mehr Spannung. Und gehen auf 4,5. Mal gucken, ob der 4,5 aushält. Theoretisch sollte er 4,5 aushalten. Wir machen hier noch das XMP-Profil rein. Und dann starten wir das Teil mal. Und dann hat sich das schon.
gut, ich teste natürlich auch, ob die Übertaktung hinhaut. Na, einfach zurückgeben und dann geht der PC nicht, das wäre ein bisschen doof. Na, aber das sind jetzt 4% Übertaktung. Das müsste der eigentlich komplett abfedern. Ja, bleibt auch permanent bei 69 Grad. Ach, der langweilt sich ja. Der langweilt sich ja komplett. Ja, easy. Gut, das war ein sehr schneller Auftrag. Das ist ein sehr, sehr schneller Auftrag gewesen. Aber schönes Gehäuse. Hab ich das gemacht? Nee. Aber schönes Gehäuse gefällt mir. So, dann geht's hier weiter zum Thema Wasserkühlung. Achso, und erstmal gucke ich kurz. Haben wir was verkauft? Wir haben was verkauft. Wir haben mit 87% Gewinn haben wir unseren pure Hölle Gaming PC verkauft. Der hat einen Wert von $5.340. Ich habe ihn verkauft für $9.999 und er wurde in der Tat verkauft. Und wir haben einen Gewinn, also selbst dafür, dass ich das einfach nur zusammengeklatscht habe, von 4.659 Euro. Und das ist damit der absolute neue Rekord. Wir haben noch nie so viel Gewinn gemacht. Wir haben schon mal 109% Gewinn gemacht und so ein Schnulli. Ja, alles easy. Aber selbst dieser Höllen-Gaming-Ultra vom 14.11., der kam nicht mal mit einem i5, der kam nicht mal ansatzweise da dran. Großartig. Wirklich großartig, ist eine großartige Geschichte. Also sollte uns mal das Geld ausgehen, wissen wir, wie wir da ganz schnell Geld bekommen. Gefühlt für mich schon fast wieder ein Bild zu einfach, aber ne, egal. So, wir entfernen erstmal den Staub in diesen wunderschönen PC. Sehr gut. Dann werden wir einmal das Ding hier abbauen. Okay. CPU sieht schon ein bisschen sehr eigenartig aus. Gar nichts drauf hier so frei nach dem Motto. Okay. Also was mache ich eigentlich mir immer den Aufwand? Ich kann doch einfach hier hingehen. Grafikkartenspeicher, Hauptplatinen. So. Stimmt, ich kann das Ding. Ich brauche das für die Hauptplatine? Nee, halt, warte mal. Ich mach's mir gerade zu schwer. Oder? Ja doch, ich mach's mir gerade zu schwer. Zack, das geht rein. Das geht rauf. Und jetzt füge ich einfach nur das Ding hier rein. Pumpe fertig aus. Hier setze ich die Pumpe hin. Den Radiator, den setze ich nach hier oben. Ist das in Ordnung? Der Radiator, Pumpe. Es gab ja, also offiziell gibt es ja irgendwie die Regel, Pumpe muss ja irgendwie über irgendwas sein, dass die Pumpe nicht trocken läuft, bla bla bla. Und so ein Schnulli. Aber ich glaube, das spielt hier nicht immer ansatzweise eine Rolle. Black and Black oder was? Ja, Black and Black. So. Das war's oder was? Da wegen so einfach. Ich sollte weniger als 1650 Euro ausgeben, habe 370 Euro ausgegeben. Es kommt mir irgendwie zu simpel vor. Um ehrlich zu sein. Irgendwie kommt es mir zu simpel vor.
Warte mal, bla bla bla. Könnten Sie vielleicht. Achso, das Gehäuse soll noch rot lackiert werden. Ja, das kriegen wir hin. Kurz testen, ob der die Abwärme schafft. Na ja, guck mal, 31 Grad im Idle. In 40 unter Last. Ja, gut. Habe nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Nö, ach, das ist ja easy peasy. Na nee, gut, perfekt. Dann lackieren wir die Kiste noch rot, dann haben wir's. Warum geben die mir zu viel? Warum geben die mir dann so einen Haufen Budget dafür? Verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein. Ah, na gut. Uns soll's egal sein. Die Frage ist halt, er will es halt rot lackiert haben. Ich glaube nicht, dass er das Fenster mit rot lackiert haben will. Ich hoffe es jetzt einfach mal, dass er das nicht möchte. Also von daher. Weiß jetzt kann ich das ja vorne, aber dann machen die RGB-Lüfter keinen Sinn. Also, ne? Wenn nicht, soll er sich beschweren. Von mir aus ist mir dann auch egal. So, die Übertaktung von Elon Musk oder Elon Rusk haut hin. Der ist damit auch zufrieden. Auf der Leiter. Okay. Erfolg. Keine Ahnung, was das auch immer ist. Staubreinigung, das haben wir alles gemacht. Tolle Arbeit. Meine CPU mit angepasster Wasserkühlung zu kühlen. Ja, freut mir. So, es gibt neue Schnäppchen. Es sind neue Teile verfügbar. i5, 10600 und 10600K. Sowie neue Grafikkarten. Sehr gut. Freut mir. Gute Arbeit. Machen wir weiter. Ich bin der Eden, der Cray von Gartensender und Baumschule mit stolz einer eigenen Baumschule. Jedenfalls auf dieser Straßenseite, bla bla bla. Es wird jeden ganz anders denken, es sollte verboten werden. Mhm. Nun ja, wie schon gesagt, Genesis ist ein Familienbetrieb, die Kabel sind rot, rot, ausgerechnet die Farbe des Verlangens. Ja, ich hatte keine Ahnung, ob der... derart obszöne PC-Komponenten überhaupt existieren. Ich werde sie auf gar keinen Fall in meinem Büro dulden. Ich muss sie darum bitten, dass sie diese liederlichen Leitungen umgehend entfernen, bevor sie bla bla bla. Ich möchte, dass sie mit etwas züchtigen, unauffälligen ersetzen, zum Beispiel grünen Kabel. Ja, das klingt sicher. In großer moralischer Sorge, Eden. Kabel mit grün ersetzen. Sehr gut. Eine Wall of Text, ja, hier ist viel Witz und so mit drin, aber boah, ich will doch nur wissen, was er will. So, der Johann, der hat einen Rechner, der seine Aufgaben nicht mehr gewachsen ist. Er will nämlich sicherstellen, dass der PC die optimale Leistung bringt. Er soll auf einen Leistungswert von, also einen 3D-Mark von 3147 kommen. Ich möchte 64 GB RAM eingebaut haben. Können Sie den PC bis zum 22.11., also in 4 Tagen, erledigen? Ich möchte die Spirale Engine 4.0 auf dem PC haben. Und er möchte nur brandneue Komponenten. 2.500 Euro Budget. Er hat ein... Was hat er denn drauf? Ein i5 6.900K. Ich nehme das an. Guck mal, was der so kann, der 6900K. Der müsste ja... Das ist ein i5. Kann ich das hier? 6900K. Nee. 6900K. Hm. 6900K. Sag mal. Wir waren ja auf dem Sack hier. i5 9600K. So, zeig mir mal den Schnulli an hier, wenn er mir was anzeigen kann. Kann er mir natürlich immer noch nicht anzeigen. Lassen wir den i5 mal weg, machen das nochmal mit 6900K. Ach, die Suche ist großartig. 6000, i5, 10.000, hier i5, 6900K.
Der hat 5800, also den kriegt man definitiv nicht auf 8000. Das steht schon mal fest, also da kann ich tunen, wie ich will. Und der hat was für eine Grafikkarte drin? Eine 1060 Founders Edition. Hm, okay. Eine 1060 Founders Edition. Aber wir gehen einfach nochmal dahin. Und wenn der unbedingt 8000 haben will, wenn ich das richtig entsinne, ne? 8147. Dann können wir. Achso, muss ich gerade nochmal gucken, auf was wir da hier gehen müssten. Phantom Gaming 9, was das für eine Plattform ist. Im Bereich der Hauptplatinen. Phantom Gaming 9, das ist ein Coffee Lake. Okay. Ist das ein Z370 Sport? Ja. Also Coffee Lake Teile. Da habe ich hier, wenn wir mal vom Preis vom Absteigen gehen, den 9900K. Ich glaube, der ist aber schon fast wieder ein bisschen zu übertrieben. Der ist über der Spitze. Würde aber rein theoretisch gesehen sogar ausreichen mit $500. Wir haben theoretisch noch ein 8086K. Aber das reicht schon wieder nicht aus. Also wenn wir gerade so an der Grenze hier. Naja, 8500 sind wir da ungefähr. Wenn schon, können wir den i7 noch nehmen mit 7820 bla. Oder den 8700K. Aber ach, wisst ihr was? Nehmen wir einfach das Scheißding. Und gut ist. Da gehen wir allen aus dem Weg. Die Frage ist, kriegt der, was haben wir drinne, 450 Watt Netzteil? Ja, möglich. Was hat der für eine, der hat eine 240 mm Be Quiet Silent Loop. Ah ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Das Phantom 9, wusste ich gar nicht, dass, also 64 GB, was hat er jetzt hier drin? 8 GB, 8 GB, 8 GB, also er hat 4x8 GB drin. Das, da kommen wir auf 10, ne, bin ich jetzt doof? 8, 8, 16, naja, logisch, 32 GB. Also braucht er 16, 16, 16, 16. Okay, dann nehmen wir den als 16 GB Variante, ne? Also statt hier DDR4, gehen wir hier statt 8 GB 16, ja, gibt's natürlich wieder nicht, ne? Gibt's natürlich wieder nicht. Wir wollen aber auf eine 16 GB Variante gehen. Ich meine, wir müssen nicht unbedingt den Speicher nehmen, wir können ihn aber nehmen. Hier, 2. Ja, es sind halt nur diese 8 GB Module, ne? Da kommen wir hier nicht weiter. 16 GB Module gehen bei 3000 los. Das ist übertrieben, weil das Motherboard, das Phantom 9, das glaube ich gar nicht ab kann. Ne? Und dann sind wir bei 4x, aber das ist eigentlich auch egal. Ein, das haben wir hier einfach mal. Ach, scheiß da unten drauf. Gehen wir das hier viermal ein. 1300, das ist immer noch in Ordnung. Wir haben 2500 Potenzial. Gut ist. Hat der Kunde halt mehr drin, wie er im Endeffekt eigentlich wieder Rechner benutzen kann. Ist jetzt nicht das Optimum, aber er hat ein Budget. Das Budget halten wir ein. Das ist die Hauptsache. Und der Rest soll mir persönlich egal sein. Ne? So, gut, nächster Tag. Da rabbeln wir das Zeug noch zusammen. Sehr schön.
Das ist ja hier nur ein leichtes. Hier sollen ja einfach nur Kabel entfernt werden. Alter. Okay. Alles, was irgendwie rot ist, hier entfernen. Scheint mir auch soweit gelungen zu sein. So. Kühlmittel haben wir da bestimmt. Grün undurchsichtig. Dann hat er da sein ganzes Gelümpe hier in grün. Leuchtet auch alles in grün. Kurz checken, ob das so hin hat. So. Aha. Ja. Sehr gut. So. Und dann gucken wir uns den hier noch an. Also muss ich jetzt erst das Ding hier abbauen oder was? Ja, das. Da muss die Seitenwand hinten ab. Dein Ernst? Ja. Danke. Junge, Junge, Junge. Ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, die 240er AIO kann das durchaus ab. Man hätte jetzt rein theoretisch gesehen nur die nehmen können, aber ganz ehrlich, solche teuer, also teuer sind nochmal 40 Euro mehr, aber mit RGB unten weiß und dann eine 3600er RAM-Geschichte, weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ne? Weiß ich jetzt nicht. Deswegen sind wir, denke ich mal, hier schon mal ganz gut bedient. Das andere muss dann, glaube ich, nicht sein. So, okay. Hatte der sonst noch irgendwelche Wünsche? Ah ja, die Spiral Engine 4 wollte er ja noch unbedingt haben. Morgen sieh den PC nochmal an. Gehen wir mal kurz ins BIOS rein. XMP-Profil hier laden. Ja, 2900 kann er nämlich nur. Ah, das ist. Oder waren das jetzt die 3000? Sind die 2900 ein paar zerquetschte? Ist ja fast so, ne? Im XMP. Egal. So, Spiral Engine 4 kriegt er noch. Sehr gut. Und dann müsste das eigentlich Cinebench 3D. Ach, meine Fresse, 3D Mark. Sprachsäure heute mal wieder. Müsste das ja eigentlich können. Gucken wir mal. PC ist gefreezed. Sehr gut. Schafft die AIO das nicht? Oder wie? Das werden wir uns mal angucken müssen. An Bord kann es ja schon mal nicht liegen. Nee, in der Tat, das Ding läuft jetzt schon bei 84 Grad. Das ist nicht gut.
Das ist in der Tat nicht gut. Gucken wir mal, ob die Lüftersteuerung was rausreißen kann. So. Also der GPU-Lüfter kann ich hier drin, die Gehäuselüfter kann ich hier drin. Ich habe keine... Aha. Das ist ja mal sehr interessant. Das Spiel beachtet sogar, wenn man mal ein Kabel nicht anhat. Ja, das sieht doch schon deutlich interessanter aus. Da sind wir aber trotzdem bei 54 Grad. Wir gehen mal hier in die Leistungskurve mit rein. Ah ja. Ja, da kommen ja gleich ganz andere Temperaturen zustande, ne? So, gucken wir mal, ob es läuft. Habe ich das Kabel von der Pumpe vergessen? Ich meine, es ist ja richtig, ne? Also selbst, ich glaube, wenn man das im realen Leben macht, ne? Wir haben ja den Heatspreader drauf, der die Wärme ja erstmal abführt. Die Flüssigkeit ist ja drin, auch wenn die sich nicht bewegt in der AIO. Somit fängt er schon mal ein bisschen was ab, aber es geht auch noch eine Weile und irgendwann geht er halt aus, ne? Aber oh, gut. Nett. Und wenn es nicht angeschlossen ist, steht so eine Lüftersteuerung drin. Beachtet das Spiel alles. Toppi. Wirklich schön. War es natürlich wieder ein Fail von mir, ne? Aber ich habe ehrlicherweise gesagt, ich habe damit gerechnet, dass man den PC anschalten kann, wenn die Kabel noch wären. Also gerade von der Pumpe, aber egal. So, naja, wir schleichen uns ein bisschen hier durch Cinebench durch. Liegt aber halt daran, wir haben halt auch nur eine 1060 drin. Schauen wir mal, ob der 9900K das generell hier mit rausreißen kann. Oder ob wir nicht generell einen besseren Dings halt reinbauen müssten. Ich habe mich jetzt ja nur auf die CPU konzentriert, nicht auf die Grafikkarte. Ich habe aber auch Grafikkarten noch da, was er ja aber wiederum glaube gar nicht will. Er will lieber nur noch brandneue Komponenten haben. Das macht es dann vielleicht noch ein bisschen schwieriger, da habe ich jetzt nicht daran gedacht. Auf Leih reißt die 1060 in Kombination mit den 9900K nicht mal ansatzweise raus. Sehr gut, wir haben einen extrem guten CPU-Score, aber einen miserablen Grafik-Score. Sehr schön. Das habe ich natürlich nicht dabei gedacht und die meisten werden sich jetzt sagen, Junge, hau dir aufs Maul, Junge, was machst denn du? Ist da immer grafikabhängig. Ja, habe ich nicht beachtet. Brandneue Komponenten will dort lernen. Ja, und ich glaube, da kann ich im Bereich Grafikkarten den glaube gar nicht mal ansatzweise dienen. Ne? Gebraucht. Doch eine 1050 Ti. Ei, Wahnsinn. Was habe ich bis jetzt für die Kiste ausgegeben? Hatte da überhaupt was? Der hat 2500 Budget. Was ich jetzt für den ausgegeben habe, weiß ich gar nicht mehr. Okay, gut, dann ja. Das müssen wir natürlich beachten. Mindestens 8100. Das heißt, wir gehen gemeinsam eine 2060 rein. 2060 Super. Kostet $750. Ja. Beziehungsweise für mich jetzt $850. Das ist natürlich so die Sache. Warum zur Hölle habe ich jetzt, ich überlege gerade selber, warum ich nur auf die CPU geschaut habe. Also frage ich mich jetzt, ich glaube, ich war nicht bei 3D-Mark im Bilde, sondern ich war einfach schlicht und ergreifend noch bei Cinebench. Und Cinebench CPU, 3D-Mark GPU. Naja, so schnell kann es gehen, ne? Und so schnell wird der Spaß teurer, als man sich's eigentlich vorgestellt hat. Das war natürlich wieder der Fail des Jahres. Eieieiei. Naja, jetzt hat er eine geile CPU drin.
und eine geile GPU. Und wir sind immer noch im Budgetrahmen, muss man auch noch dazu sagen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht mehr, was ich für die CPU jetzt bezahlt habe. Na, für den 9900K. Will ich's wissen? Ja, eigentlich will ich's wissen. 9900K. 500, 1200 Euro plus den RAM. Ja, sind wir immer noch im Budget drin. Wir haben uns zwar selber ein bisschen Geld weggenommen dadurch, aber wir sind immer noch im Budget generell, also in den Teilebudget von Ihnen mit drin. Wenn wir da einen Haufen mehr reinballern und wir machen Minus damit, dann gibt uns der Kunde ja im Endeffekt keine Show, also kein Minus dadurch, also keine negative Bewertung, weil wir haben dann einfach nur scheiße gewirtschaftet in dem Falle, ne? So muss man das Ganze immer sehen. Ja, na gut, Cinebench, CPU, 3D-Mark, GPU. Mal gucken. Also eigentlich ist mir das klar wie Kloßbrühe, Alter. Aber ich, ja, ich wollte jetzt halt denken, ja gut, machen wir halt eine neue CPU rein, ne? Ein ganz klassischer Fall. Warum auch nicht? Jetzt müssen wir aber deutlich über 8000 kommen, weil in Kombination mit dem Ding 8541. Sehr gut. Und der wollte 8000 irgendwas haben, ne? Ja, Teile 2080. Na, okay. Gerade so, trotz der CPU, aber egal. So, dann können wir das Ganze abschließen. Mensch, jetzt gehen wir mal die Texte hier zu. Der ist zufrieden, 370 Dollar Gewinn damit gemacht. Der ist auch zufrieden, der hat immer nur 730 Dollar Gewinn gemacht, ne? Nur neue Teile verwendet, die Spirale-Engine wurde noch hinzugefügt. Und das passt. Hätte man besser haben können, aber hey, besser als nix. Meine Süßen, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat, ne? Und bis denn, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.